Eichstätt gegen Rheinhausen. Klar war, nur wer hier gewinnt, hat noch die Chance, in der kommenden Saison auf internationaler Ebene dabei zu sein. Am besten mit dieser Belastung fertig wurden von Beginn an die Gastgeber, zu erkennen in den roten Trikots. Rheinhausen zu oft mit dem Kopf durch die Wand. Die Folge: Nettelstedt setzte sich ab, das 9:6 der 20. Minute durch Beuchler. Zur Halbzeit stand es dann 13:9. Venta, es schien alles klar für Nettelstedt. In der zweiten Halbzeit kam aber Rheinhausen wieder auf, ein absolut spannendes Spiel, das 22:22 durch Andi Kottwitz. Ja, und die allerletzte Chance, in allerletzter Sekunde, letzte Wurfchance für Nettelstedt, und Beuchler macht das 26:25. Riesenjubel natürlich in Lübeck. Damit hat Nettelstedt noch alle Chancen, international dabei zu sein. Für Rheinhausen, den Aufsteiger, eine so glänzende Saison mit ein bisschen Pech, würde ich mal sagen, zu Ende gegangen.